Ich habe 1000 Drohnen in Bereitschaft. Alle startklar auf mein Kommando. Wenn Russland oder die SDC lustige Ideen haben, versichere ich Ihnen, Minister Petraeus, Ihre Streitkräfte sind bereit. Der letzte Befehl für DEFCON 3 war von Minister Rumsfeld vor fast 25 Jahren. Ich weiß. Ich bin an dem Tag selbst geflogen. Sir. Minister. Präsidentin Bosworth lässt grüßen. Für die Seelen, die an meiner Seite gekämpft und geplant haben, soll ein edles Werk vollendet werden. Schaff diesen Dreckskerl von meinem Flugdeck. Gerne, Sir. Wie gut, dass du nicht redest. Wir haben viel Zeit. Ich spreche nur mit David Mason. Bring ihn her. Ihm verrate ich alles. David. Identifiziere Mason, David. Netzhautscan bestätigt. Tun Sie, was Sie können. Ich bin auf der Brücke. Ich bin diesmal kein Kind mehr. Aber mach ruhig weiter und versuch es nochmal. Wohlstand ist Sünde und wir zahlen dafür. So ein selbstverliebter Scheiß. Hör auf, in Rätseln zu sprechen! Man hat sie mir genommen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Das Lagerhaus wurde abgefackelt. Wegen der Versicherung, $11.000. Mehr war sie für sie nicht wert. Sie war der Grund für mich zu leben. Aber was ist mit dir, David? Was treibt dich an? Ich etwa? Einstein hielt die ökonomische Anarchie des Kapitalismus für die Ursache des Übels. Dein Vater und seine Leute nahmen mir Josefina. Wes! Tu Papa está muerto. Dein Vater ist tot. Und diese Leute? Am Ende. Was gibt's, Admiral Briggs? Wir haben ein Problem. Ein Passagierflugzeug dringt in den Luftraum der Obama ein. Moment, was ist das? Sind das Vögel? Ich messe und spreche.
ungleiches Recht über ein barbarisches Volk. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen! Da sind Hunderte von ihnen. Der Kamerastream aus dem Verhörraum wurde gerade unterbrochen. Menendez sichern. Wir treffen uns auf der Brücke. Wenn er zuckt, wird er erschossen. Verstanden? Die Obama wird angegriffen. Niemand darf diesen Raum verlassen. Du weißt, ich töte dich nicht. Aber lass deine Waffe fallen, sonst töte ich deinen Freund. Ich gebe dir genau 5 Sekunden. Wie konntest du? Leg sie an. Umdrehen. Menendez ist entkommen. Was? Die Söldner haben einen groß angelegten Gleiterangriff auf die Obama gestartet. Mit Tarntechnologie. Wir haben nicht alle von ihnen erwischt. Sie nehmen das Schiff auseinander. Wir brauchen die Geschütze aus der Waffenkammer. Sie haben Menendez Sicherheitspersonal getötet. Nimm, was du brauchst. Menendez hat das nicht alleine arrangiert. Wir haben einen Maulwurf. Zunächst müssten wir die Kontrolle über die Obama zurückerlangen. Thank you.
Macht, die Geschütze steuern. Isolieren Sie damit die Geschütze vom Hauptnetzwerk. Verstanden! Terminal auf der Brücke ist gesperrt. Wir müssen uns vom Serverraum aus Zugriff verschaffen. Ich habe schon Revolutionen gesehen, die schneller beendet waren. Menendez, du bist uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen ihn finden. Gehen Sie zum Sicherheitsraum. Die Techniker sollten das Kamerabild schnell wiederherstellen. Bin auf dem Weg. Sicherheitsraum festgenagelt! Hacke das Terminal und übernimm die manuelle Kontrolle über die Geschütze! Verstanden!
Senshin, uns gehen die Optionen aus. Wir laufen Gefahr, die gesamte Flotte zu verlieren. Unsere einzige Chance ist der Neustart des Systems. Cool! Das ist Selbstmord. Senshin, hören Sie mich! Admiral Briggs! Scheiße! Die Kommunikation ist hin, ich höre nichts! Tür versiegeln. Was ist mit den Sicherheitskameras? Sollten gleich wieder online sein. Ich brauche sofort ein Team, das diese Wand durchbricht. Verbindung zu Admiral Briggs verloren. Er könnte in Gefahr sein. Sicherheitskameras wieder online. Gut. Gesichtserkennung über das ganze Schiff. Wir müssen Menendez finden. Suche. Bilddatenbank der Sicherheitskameras. Ein Neustart des Systems ist riskant, Sir. Wir können nicht garantieren, dass es wieder hochfährt. Besser kein System als eines, das unsere Flotte zerstört. Tun Sie es! Ihre Sicherheitsfreigabe, Sir. Briggs, Menendez befindet sich direkt vor dem Serverraum. Wir dürfen die Systeme nicht herunterfahren. Wenn sie aus sind, kann Menendez einfach hineinspazieren. Briggs! Menendez. Briggs startet die Systeme neu. Er will die Kontrolle über die Verteidigungssysteme zurückerlangen. Und Salazar? In Position. An Briggs Seite.